Dies ist aber auch eine verflixte, zugenähtes, verflixtes. Aber eine Stimme aus dem Off hat mir da quasi gerade was geflüstert. Und zwar ist es so, dass die hier so durchlaufen sollen und dann soll dann das C, wenn ich der drauf drücke, hier durchlaufen, da unten ankommen und quasi die Summe 6 ergeben. Quasi an den Zahlen, an denen er hier vorbeischlackert. So, das heißt, wenn der da so, dann geht da minus 1. So, dann geht er da rüber. Geht der da rüber? Dann kann der doch bleiben, oder? Nee, Moment, der rechnet. So. Ergibt das Sinn, meine Freunde? Jawohl. Oh, das hat geklappt. Also haben wir das System schon mal verstanden. Also, der muss hier immer, also an diesen Linien, wo die schon da sind, läuft er ja sowieso rüber. Also an diesen doppelten. Und dann muss er durchlaufen, durch die Zahlen und dann muss es die Zahl ergeben. Also hier in diesem, also wenn ich hier drauf bin, muss der hier so durchlaufen und muss an den Zahlen die Summe 8 ergeben. Das ist ja fast logisch. Also, der geht da. 2, 1, 3. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade so still bin, dann liegt es daran, dass ich hier rechne und die Verbindung mir angucke. Aber wenn das jetzt eben nicht ein Zufallstreffer war... 2, 3... Dann war das leider gerade falsch. Oder habe ich mich verrechnet? Habe ich vertan? Moment, nee, der muss ja hier rüberlaufen. So vielleicht? Da zwei. Ja, das könnte hinhauen. Jawoll! Wir sind doch nicht so ganz blöd, lieber Psymoon. Also wie gesagt, er läuft hier ja immer diese Linien runter an diesem Pfad. Wir müssen ihn quasi umleiten durch das Setzen von diesen Verbindungen. Und in Summe muss das dann halt rauskommen. Also in diesem Fall bei dem O, der muss jetzt hier dann durch und muss die 7 ergeben. Das sind 3, minus 1 und 2... sind 4. Und 3. Sind 2. Sind 4. Sind 6. Sind 7. Ich glaube, ich habe mich verrechnet.
Oder? Nee, ich habe richtig gerechnet. Oh, so langsam kommt doch Schwung in die Kiste hier. So. Und N muss 5. Es ist schon großzügig, dass das Ding nicht immer wieder zurückspringt, ne? Minus 2, das sind 1. Das sind 3. Jawohl. Ja, dit. So, haben wir es jetzt geschafft? Können wir das jetzt wieder rausnehmen? Hahaha. Wir sind ja doch gar nicht so trottelig doof. Nur so ein bisschen trottelig doof. So, und jetzt. So, was steht hier? Also, was jetzt? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das ist ja, ich freue mich so, dass das dem Buchlein hier genauso geht. Ich muss die Zutaten des Gegenmittels miteinander vermischen, aber das muss ich woanders tun. Ich glaube, im Krankenhaus gibt es ein geeignetes Labor. Wir sind doch im Labor. Es fühlt sich gut an, an einem richtigen Fall zu arbeiten. Es ist eine lange Zeit her, dass ich etwas getan habe, das mir eine gewisse Befriedigung bereitet hat. Dildo-Fee. Nein, habe ich nie gesagt. Ich sollte mich wahrscheinlich nicht gut dabei fühlen, da einige Menschen gestorben sind. Also zurück an die Arbeit. Jawohl, Chakazulo. Genau, das kennen wir ja schon. Der besagte Nothing-Mensch, aber hier im Krankenhaus, das ist doch hier das Labor. Und wenn wir, können wir das jetzt nicht einfach da... Ja, siehst du wohl. Was erzählt sie denn? Wir sind hier nicht am richtigen Ort. Sollte sofort, ich soll injizieren. Ja, toll. Spritzer haben wir doch. Hier, rein da. Und dann gehen wir doch mal zu Frau Rosemeyers aufs Zimmer und knallen ihr die Spritze rein. Ich glaube, sie war am 7. Nee, nein, das war der falsche. Was drücke ich denn? Die 6. Guck mal, die Anzeige springt gar nicht um. Wir sind 6. Ich denke, das ist der falsche Boden. Ja, falsche Etage wäre auch eine tolle Übersetzung gewesen. Beim nächsten Mal schaffen wir das dann vielleicht auch. Ich meine, es war die 7. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, haha, 7, meine doch eigentliche Glückszahl. Frau Meyers, wir kommen mit einer Spritze. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich keine Erfahrung darin, Injektionen zu verabreichen. Aber wie sonst bekomme ich das Gegenmittel in ihrem Blut? Ich habe mich doch in eine Schwester verwandelt. Hier, in den... Ach, in den... Der Tropf hat ein Zahnrad, dann knallen wir das doch hier. Genau. Viel lieber aus dem Ort. The vision. The vision. I know now. It really is coming. I can't protect my baby. Oh, haha, das ist mal ein schnell wirkendes Gegenmittel. Ich wünsche, das wäre in der Realität auch so. Diese Vision, ich weiß es jetzt. Es kommt tatsächlich. Ich kann mein Baby nicht beschützen. Ach, die arme Frau Meyers. Help me. Help my baby. Helft mir, helft meinem Baby. She's still in shock. Maybe I need to give her something to calm her down. Sie hat noch immer einen Schock. Ich muss ihr etwas geben, das was sie beruhigt. Wie wär's mit... Haben wir hier nicht irgendwo eine Pille? Aber wie ist es gerade aufgewacht? Was haben wir da noch dabei? Eine Blutprobe. Hier. Ist das Armband? War das nicht von ihr? Ja, das Armband, das war doch ihres. Nicht? Ja. Okay. Böser Blick. Mein Armband. Danke. Wer sind Sie? Ist sie schwanger, sag mal? Alter Falter. Gute Frau. Wie viel der Monat? Ach, ja, ihr Baby. Ach, verdammt, stimmt. Sie ist tatsächlich schwanger. Ich bin Sarah Mayville. Ich bin diejenige, die sie in ihrem Geschäft gefunden hat.
Ich bin diejenige, die Sie in Ihrem Geschäft gefunden. Wir sprechen hier ganz gutes Deutsch hier. Ja, wir von wie hießen die? Rockstar, die synchronisieren ja überhaupt nicht, die geizigen Schweine. Da zahlst du 60 Euro für ein Spiel und musst da dir das Ganze auf Englisch reinpfeifen. Was manchmal auch besser ist als diese lausigen Synchronisierungen. Also Purple Hills hier sollte vielleicht mal vernünftige Dolmetscher beschäftigen. Sarah Mayville. Yes, I felt you coming. Even when I was out cold, felt you near me. Okay, sie hat uns hat gespürt, dass wir kommen werden und uns in ihrer Nähe gespürt. Oh, es bedurfte jeder Unze meiner Kraft, um dir zu geben, was ich noch hatte. Sind wir jetzt schuld, dass du umgefallen bist? Oh. Well, that's why I can do more. These rituals I suddenly know somehow. Oh, ich verstehe. Die hat uns irgendwie ihre Power übertragen. Also wir sagen gerade ja, oh, deshalb kann ich nun mehr tun. Diese Rituale, über die ich plötzlich etwas weiß. Also sie hat uns irgendwie, sie ist ja auch so eine Hexe, ihre Power übertragen. Und nun haben wir voll die Mega-Power. Ich habe noch etwas gesehen, Frau Myers. Einen Kindergarten? That's my child. Did you see his eyes? Do you know how that feels? To know that your unborn child is going to... Das ist mein Kind. Haben Sie seine Augen gesehen? Wissen Sie, wie sich das anfühlt, zu wissen, dass Ihr ungeborenes Kind dahin... Punkt, Punkt, Punkt. No one believed me. And when Hugo called me, saying he knows about it, that he knows someone who can help me, I was relieved. Somebody believes. Niemand glaubt mir. Als Hugo mich anrief und sagte, er kennt jemanden, der mir helfen kann, war ich erleichtert. Jemand glaubt an mich. They never had the chance to help me. He was dead when we arrived. Sie hatten nie die Chance, mir zu helfen. Er war bereits tot, als wir ankamen. Miss Myers, I found something in your shop. It's something you hid. Frau Meyer, ich habe etwas in Ihrem Geschäft gefunden. Etwas, das Sie verborgen haben. I understand. Ich verstehe. Na, doch, Dildofee. Unfortunately, I don't know what it is or what it's for. Leider weiß ich nicht, was es ist oder was oder zu was es gut ist. Lassen Sie mich das Objekt, über das wir reden, die sehr gute Deutsche. Wir sind hier wieder gute Deutsche. Nee, lassen Sie mich das Objekt, über das wir reden. Nee, zum Glück haben wir in Englisch etwas zugehört und wir haben herausgefunden, sie möchte das Objekt sehen, über das wir reden. So. Verdammt, was habe ich denn bei ihr gefunden? Es war ja wohl nicht die Blutprobe. Das unbekannte Gerät. Er hat mir das gegeben. Er kam in mein Geschäft. Er sagte, er sieht es auch. Er sagte, ich kann ihm helfen, zu stoppen, was kommen wird. Das, was ich sah, ist Erlösung. Eine Erlösung, die einige Leute aufzuhalten versuchen. Geile Augen. Er sagte, ich kann ihm helfen und ich sollte das sehen, was er sieht, um ihn zu verstehen. Was ich sah, waren die, die er vor langer Zeit getötet hat und die, die er in Zukunft töten wird. Das ist der Nothing Man. Er sah mich nur an, traurig, und sagte, dass er meine Entscheidung weiß, noch bevor ich sie getroffen habe. Er gab mir das. Er sagte, ich solle es benutzen, wenn die Visionen sich wieder verändern. Und jetzt, nun kann ich nicht an seinen Namen erinnern. Ich kann nicht einmal mehr daran erinnern, wie er aussieht. Der Nothing Man. Er muss es sein. Wir kommen der Sache näher. Er kann Erinnerungen löschen. Deswegen kann ich fast nicht sehen, wenn ich versuche, die letzten Gedanken der Opfer zu sehen. Ah. Die Erinnerung von toten Menschen löschen, das ist doch hirnrissig. Die sind doch dort. Yes, the Nothing Man. Ja, die Nothing Man. Das ist es, was sie ihm... Oh Leute, diese Synchro ist der Hammer. Ja, die Nothing Man, das ist, was sie ihn nennen in den Nachrichten. Thank you, Miss Myers. Danke, Frau Myers. Sie waren eine große Hilfe. Eine Erfindung wie diese wird es mit Sicherheit in die Zeitung schaffen. Vielleicht sollte ich ihm im Archiv des Heralds nachsehen. Wo ist die Vergangenheit? Auf geht's ins Archiv vom Herald. Oh, ein langer Eintrag. Das Gerät sieht in der Tat interessant aus, aber ganz anders als im Inventar auf der Zeitung oder eben im Video. Aber na gut.
Das Gegenmittel hat gewirkt und ich konnte mit Frau Meyers reden. Jetzt verstehe ich, warum ich nicht mehr erreichen konnte. Sie ist eine echte Seherin. Ich glaube nur, eine echte Seherin kann eine andere erkennen. Sie hatte eine Vision und sie fürchtete sich um ihr ungeborenes Kind. Riker hat sie angesprochen und ihr seine Hilfe angeboten. Sie wollte jemanden in dem Imbiss treffen. Aber der Mann ist dann tot im Hotel gelandet. Sie ist geflüchtet und hat das Armband zurückgelassen, das ich gefunden habe. Oh, der Kreis schließt sich. Ich glaube, wir kommen dem Ende näher. Sie hat auch behauptet, der Nothing Man hätte sie angesprochen. Nach ihr hat er versucht, sie zu überzeugen, ihm zu helfen. Jetzt weiß ich, dass, was ich in ihrem Laden gefunden habe, ein Kommunikationsgerät ist. IT nach Hause telefonieren. Ja, ich würde auch sagen, da oben hier, das ist der Hörer, da spricht man rein. Das da unten, da muss man kurbeln und den Draht, den stopft man sich ins Ohr. Genau, so sieht das nämlich aus. Was mich wirklich überrascht hat, war ihre Sorge um Riker. Ich habe den Mann noch nie persönlich getroffen. Ich habe nur seine Artikel gelesen. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht. Oder er ist ein so guter Lügner, dass er Frau Meyers täuschen konnte. Lügner oder nicht, ich muss ihn finden. Jawohl, das werden wir dann auch. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play The Gift. Beziehungsweise die Gabe im Deutschen mit Simon. Ich verabschiede mich für diese Folge. Ab geht's zum Rendern und wir sehen uns wieder, wenn wir zurück im Daily Harrison. Bis dann, tschüssi!